Ja, erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog und heute mit Dirk. Hallo Dirk. Hallo Martin. Wir waren ja schon öfters bei dir hier am Teich, ist ja einer der großen Katastrophenteiche, die wir dank deiner Einverständnis haben filmen dürfen, deine Geschichte erzählen dürfen. Wobei, Dirk wird jetzt gleich eine Geschichte erzählen, die haut der ersten Geschichte eigentlich dem Fass zweimal den Boden raus, also da ist kein Deckel und kein Boden mehr dran. Aber bevor wir dazu kommen, also irgendwas ist ja in deinem Leben Einschneidendes passiert. Wir waren bei Frankfurt-Fans, wir waren bei Bayern-Fans, wir waren bei Stuttgart-Fans, wir waren bei Freiburg-Fans. Wir haben fast die ganze Liga durch. Ein Leverkusen-Fan hatten wir sogar mal. Jetzt gucke ich gerade da hoch und da hängt eine Hertha-Flagge. Jo, hat auch super geklappt. Ihr habt gestern die Relegation gewonnen. 2-0. Habt gefeiert, wie wenn ihr Meister geworden wärt. Richtig. Sind wir ihr ja wisst schon, dass auch. Ihr nur den Klassenerhalt geschafft habt. Scheißegal. Hauptsache, wir bleiben in der ersten Liga. Ohne Witz, aber das ist das Paradoxon des Fußballs. Alle, die jetzt so auf dem 10., 11. Platz abgeschlossen haben, die haben ja nicht so viel zu feiern gehabt, wie der die scheiß Relegation gewinnt. Die sind 3 Tage, 4 Tage, 5 Tage voll wie der Atlantik. Ja? Und die anderen, die war halt so... Ja, fährst du auch manchmal nach Berlin ins Stadion? Natürlich, klar. Natürlich, klar. Wie weit ist das von hier? 350 Kilometer. Nur? Das ist nicht so weit. Rieche ich hier Hauptstadtluft? Auf jeden Fall. Wahnsinn. Wir sind auch nicht weit von Hamburg weg. Wir sind ja nur 250 oder so. Von hier so 230, 240 Kilometer, ja. Und warum bist du denn nicht HSV-Fan? Würde dir auch stehen? Nein. Gar nicht. Raublau-Weiß. Das geht gar nicht. Hamburg geht nicht. Ja, und wie bist du als Paderborn oder wo sind wir hier, Bielefelder? Bad Oeynhausener Kreis Minlöwecke. Ja gut, ich wollte es jetzt nicht verraten. Können wir ruhig sagen. Und wie bist du zum Berliner Fan geworden? Wir haben Verwandtschaft in West-Berlin. Okay. Und mein Vater war West-Berlin wohlgemerkt. West-Berlin, ja. Und mein Vater war das erste Mal mit mir in einem Stadion und da hat Hertha BSC, ich glaube, das war damals... 8. Liga. Irgendwo, ja. Und seitdem... bin ich Hertha-Fan. Cool, aber das sind diese das ist ein Kindheitstrauma. Ist ein Kind, genau, ist, ich bin hängen geblieben. Aber da gibt es mittlerweile gute Therapeuten, die kriegen dich da ratzfatz. Drei, vier Sitzungen und glaub mir, du erkennst das Blau-Weiß nicht mehr. Haben mir schon viele gesagt, aber... Vor wie vielen Jahren hast du den Teich gebaut? Weil jetzt kommen wir zu deinen richtigen Traumas. Genau, der Teich wurde gebaut vor 13 Jahren ungefähr. Und dann hattest du eigentlich, wir kennen uns jetzt seit 3 Jahren, dann hattest du 10 Jahre Spaß. Genau. Und dann kam ich mit Micha Rupp, wir waren gerade so auf Deutschland-Tournee. Und dann hat er gesagt, Mensch, du musst zu meinem Freund Dirk, dem haben wir viel Filter gebaut, Equipment, Teich ist nicht von Genesis. Der hat Probleme, guck dir das mal an, kein Tierarzt kann helfen, nichts. Und ich bin dann auch gekommen. Und wo wir aber auf dem Herweg waren, wenn ich es richtig weiß, hast du schon von Taurus das KHV-Positiv-Ergebnis bekommen. Richtig. Wo das damals herkam, weißt du bis heute nicht. Nein. Du hast kreuz und quer über viele Jahre gekauft. Genau, ich habe überall hier, da habe ich gekauft, hier habe ich gekauft, da habe ich gekauft. Also bestimmt von 7, 8 Händlern hatte ich Fische hier drin. Das ist natürlich in der Nachvollziehbarkeit nachher relativ schwierig. So, dann hast du dich entschieden, dich von deinem gesamten Bestand zu trennen. Ja. Und hast entschieden, auf 100% Konishi umzustellen. Richtig. Und das war letztes Jahr. Da hat mich dann von Dirk ein Anruf erreicht, der hat mir wirklich das Gruseln gelehrt. Es war ein Gimrin Chagoi. Genau. Einer unserer Beliebten, wo wir nicht viele von haben, die so riesig werden. Und dann waren die Kiemen ein bisschen nekrotisch. So. Genau. Ich habe gesagt, es ist Flexibacter, also Columnaris, irgendwas im Teich. Habe das mit Sandra Lechleiter rückgesprochen, habe die Bilder an sie weitergeschickt. Sie hat auch gesagt, ja, bla bla bla, machen wir Chlor und. Und dann hast du eine vermeintliche Fachkraft, die sich im Internet als Tierarzt richtig. Nicht ausgegeben hat, aber sich so dargestellt hat, dass der nicht richtig hingeschaut hat, hätte glauben müssen, dass es sich um einen Tierarzt handelt. Genau, wie der aufgetreten ist, als er hier hingekommen ist, haben meine Frau und ich wirklich gedacht, das wäre ein Doktor und wir haben ihn auch mit Doktor angesprochen. Und der hat das auch nicht korrigiert? Nein, er hat nichts gesagt, er ist kein Doktor oder so, er hat sich halt als Doktor ausgegeben. Ne? Kannst du zu mir mal vielleicht Professor sagen? Mache ich auch, Martin. Wenn du sagst, dann mache ich Professor. Ja, ich finde sowas, hanebüchen. Das ist ja schon fast, das ist, wie sagt man da, ein Titelschwindel, Titelglau, Titel irgendwas. Ja.
So, und dann hat er sich den Fisch angeschaut. Genau. Was war dann seine Aussage? Dass ich, er wusste nicht ganz genau, was es ist, hat mir dann Mittel verkauft, wo du und Frau Lechler da ja auch gesagt haben, das taucht gar nichts gegen sowas. Und dann hat er eine Probe angeblich von meinem Fisch zu Taurus geschickt und ich hätte schon wieder KHV. Und wo Dirk mich anruft und sagt, er hätte KHV und hat ausschließlich Fische von uns bekommen. Wir untersuchen ja bis zum geht nicht mehr. Ich habe sofort zu Dirk gesagt, was habe ich gesagt, kann nicht sein. Hab Sandra angerufen, Sandra hat gesagt, kann nicht sein. Und dann ging die Geschichte wie weiter? Dann hast du bei Taurus angerufen, gell? Genau. Und denen kam das auch schon spanisch vor mit der Probe, die da eingeschickt wurde. Was war da? Das weiß ich nicht mehr ganz genau. Er wollte nicht preisgeben, woher die Probe war. Ach, der hat das nicht unter deinem Namen? Nein, erst später. Als die gesagt haben, wir geben das nur raus, wenn sie uns jetzt erzählen, wen dieser Teich gehört. Wo der also Fisch der hat die ist. Probe anonym eingeschickt? Genau. Dann gab es ein Positivergebnis und dann hat er dich als Teichbesitzer angegeben? Genau. Wie geil ist das denn? Richtig. Und dann haben wir natürlich auch mit Absprache mit dir und mit Frau Lechleiter, haben wir nochmal eine Probe genommen und hups, war alles negativ. War auf einmal gar kein KHV mehr da. Aber jetzt kommt die richtige Kacke, weil in dem Moment mittlerweile oder derzeit ist es jetzt gerade nicht anzeigepflichtig, KHV, aber damals war es das noch und du bist dann sofort in die Mühlen der deutschen Justiz, hätte ich fast gesagt, in die Mühlen der deutschen Behörden geraten. Richtig. Und wurde es dann vom zuständigen Veterinäramt, wurde der Teich wieder unter Quarantäne gestellt und wurde es behandelt, als hätte der KHV. Genau. Es wurde wieder behauptet, ich hätte KHV, was ja nun wirklich nicht war. Ich habe es ja nun wirklich gesehen, wie KHV aussieht. Ich habe meine Fische sterben sehen. Ja? Die Symptome hatte gar kein Fisch. Deswegen kam das meiner Frau und mir auch so spanisch vor. Und das ging natürlich dann auch wieder alles zum Veterinäramt. Und der diesmal hat uns hier ganz schön Schwierigkeiten gemacht. Und ist es mittlerweile vom Tisch? Nein. Immer noch nicht vom Tisch? Ist immer noch nicht vom Tisch. Wir haben die zweite Probe dorthin geschickt. Wir haben gesagt, er möchte, kann auch bei Taurus sich selber noch mal nachfragen. Das hat ihn alles nicht interessiert. Der Teich steht im Endeffekt. Hast du ihn angezeigt? Den Herrn, der angebliche Doktor, ja, der hat eine Strafanzeige von mir bekommen. Bis jetzt haben wir leider noch nichts gehört. Das ist ein Jahr her, man hat noch nichts gehört. Fast ein Jahr her, noch nichts gehört. Meine Frau und ich, wir haben uns letztens gerade noch darüber unterhalten, dass da noch nichts gekommen ist. Keine Ahnung, was der Herr hindert vielleicht... Hindert sie mal 1 Euro Steuer und warte mal, wie lange das dauert, bis du was von denen hörst. Wer weiß, was... Da hörst du den Mannschaftswagen morgen früh um 6 Uhr auf den Hof. Genau so ist es. Wir sind auch schwer enttäuscht. Wir hatten uns da also ein bisschen mehr erwartet. Aber ich hatte mit jemandem gesprochen, einem Rechtsanwalt, der sagte, es kann natürlich auch sein, dass das ein richtiger Rattenschwanz geworden ist. Und dass das viel, viel länger dauert, dass ich vielleicht auch nicht dass der die erst, Dass die erst mal ermitteln, was da eigentlich abgeht, dass die mal seine Internetseite angeguckt haben und. Weil das habe ich ja auch gemacht und habe ja festgestellt, dass er vorher was ganz anderes gemacht hat. Vielleicht ist es ja so, dass bei uns nach dem Ausstrahlen dieses Blogs, dass sich viele wiedererkennen in den Geschichten, dass bei uns das E-Mail-Postfach verläuft. Ich werde dann, wenn die Leute das wollen, also wenn sie Ähnliches erlebt haben und sie wollen, dass wir sie in Verbindung mit Dirk bringen und mit seinem Anwalt, dass es vielleicht da dann gesammelt wird, dann melden sie sich. Wir halten uns raus, wir nennen keine Namen. Wir, auch wenn sie uns anschreiben und fragen, wer ist das, sagen wir, keine Ahnung. Ich habe das auch vergessen, ich weiß es schon gar nicht mehr. Aber die Geschichte, die hat mir wirklich für Dirk leid getan, für unsere Fische leid getan, für den Ruf unserer Firma leid getan, wobei es ist ja nicht nach außen gedrungen. Aber Sie sehen, das ist echt manchmal ein ganz komisches Business. Ja, also wie gesagt. Und nicht nur Business, sondern auch Hobby. Wenn ich mich als Doktor im Endeffekt ausgebe, muss ich auch ein Doktor sein. So sehe ich das. Ah, und wenn ich ein Ding einschicke, ja, das wäre ja wie wenn die Hertha in ihre Relegation geht und wenn sie verlieren, sagen sie, wir waren es gar nicht und wenn sie gewinnen, sagen sie, war die Hertha, wir dürfen jetzt aufsteigen. Also erst nur anonym einschicken und erst ergebnisabhängig einen Kunde nennen, da fängt ja die Kriminalität schon an. Wie gesagt, da kam ja auch Taurus, das kam denen dann auch sehr spanisch vor. Sehr spanisch.
Wie weit ist Taurus von hier? Steinwurf, oder? 30 Kilometer. Hast du hingebracht? Den haben wir persönlich hingebracht. Wie sieht es dort aus? Ich war dort nicht. Hübsch. Ja? Ja. Gut. Also sehr nette Leute, die dort auch arbeiten. Wussten auch schon gleich, um was es geht, als ich da war. Sehr gut. Und wie gesagt, es ging auch ruckzuck. Am nächsten Tag, glaube ich, hatten wir schon per E-Mail alles bekommen. Aber das Veterinäramt, dass die dann nicht herkommen, die hätten doch jeden einzelnen Fisch. Ich wär mit Tim gekommen, wir hätten jeden einzelnen betäubt, hätten von jedem einzelnen Abstrich genommen. Ich hätte wegen mir auch bezahlt, einfach um das klarzustellen hier. Aber die haben da gar kein Interesse, glaubt dran. Nein, oder? Nein, nein. Haben die gar nicht. Die haben da wirklich, also das erste Mal, als wir KV hatten, da kam ja ein ganz anderer vom Veterinäramt. Der hatte gar keine Ahnung vom Fischen. Der hat mich gefragt, ob ich überhaupt eine vernünftige Fetaanlage habe, um Fische zu halten. Du? Du kennst meine Anlage, Martin. Das ist ein Koi-Kraftwerk. Ja, habe ich ihn dann erklärt, aber der hatte gar keine Ahnung. Der wusste noch nicht mal, was eine UV-Lampe ist oder ein Trommelfilter. Na gut, und das, die haben davon auch keine Ahnung. Das können die auch gar nicht haben. Aber sie müssen halt das. Ich sag mal, ich spreche jetzt mal für die Menschen. Wir haben mit unserem Veterinären einen hervorragenden Kontakt. Ja? Und wenn die mir erzählen, um was sie sich alles kümmern müssen, gerade in der Nutzviehhaltung und, wenn sich wieder irgendwelche Regularien ändern, da kommt von Europa irgendwas Neues raus, runter, dann müssen die da Tausende von Bauern kontrollieren, machen, tun. Und die haben natürlich wahrscheinlich, vermute ich einfach mal, den Fokus auch mehr auf der Lebensmittelproduktionsseite als auf die privaten Koi-Halter. Ja, es ist ja, aber dann müssen sie doch wenigstens noch so ein bisschen, wenn man erzählt, man hat eine vernünftige Anlage, es ist alles bis jetzt immer gut gegangen. Aber das kann der halt von außen nicht sehen. Nee. Wenn du noch nie ein Auto gesehen hast in deinem Leben, dann weißt du auch nicht, ist jetzt der Fiat Punto oder der Ferrari das bessere. Aber du weißt selber, man ist ein bisschen vom Fach, ja. Und dann kommt da jemand und will dir erzählen, du hast keine vernünftige Fetaanlage, um solche Fische zu halten. Ja. Das ist wie wenn du die Pferde nie spielen hast sehen, dann weißt du auch nicht, ob die besser oder schlechter sind wie Bayern. Nach einmal Spiel ist das Thema eigentlich durch. Die Härte. Ja, die Härte. Nee, das ist jetzt Spaß, aber das hier ist wirklich eine Geschichte, muss ich sagen, die ist hanebüchen, die ist wirklich ohne Worte. Aber bevor wir jetzt den zweiten Block machen, abschließend zu dem Block, hast du wenigstens deine Freude mit Koi wieder gewonnen. Hundertprozentig. Das freut mich. Nicht nur ich, meine Frau auch. Also jede Zeit, die wir Zeit, happy wenn wir wife, Zeit happy haben, life. Sind wir hier. Ja. Absolut tolle Fische, macht unheimlich viel Spaß. Schauen wir uns gleich an. Und ja, dann kann ich nur sagen, wünschen wir uns für den Sommer, dass das Veterinäramt den Teich dann irgendwann wieder freigibt. Und ja, mehr bleibt da eigentlich nicht zu sagen. Wir warten ab. Du ruhst in dir. Ja, auf jeden Fall. So wie ich. Bis dann. Ciao. Tschüss.